Kannst du immer noch wiederholen. Ja, aber dann erst viel, viel später, ne? Na, ich guck mal. Ich schau mal, ob das überhaupt geht. Ich weiß ja nicht, ob die Spartiaten das überhaupt können. Ob es in ihrer Macht liegt. Eigentlich schon. Meinst du? Ja. Boah, ey, ich fühle mich hier so ein bisschen raus, wie bei raus aus den Schulden. Wollen wir mal den Peter Zwegert anrufen? Raus aus dem Sklavenaufstand. Du, wenn du das jetzt im Minus bist, dann bist du danach im Plus. Hast du mehr Sklaven, als du überhaupt brauchen kannst? Ja. Die Frage ist jetzt, greife ich jetzt schon Rom an? Mache ich es nicht? Ich würde mich erstmal, ja gut, die Sklaven weiß ich nicht, wie lange die sich noch halten, aber ich würde die vielleicht erstmal kaputt machen. Die, das Trupp da oben? Ja. Ach, ich soll dem jetzt noch entgegenrennen. Ja, weiß ich nicht. Aber wenn die weg sind, dann kannst du ja, glaube ich, ein bisschen entspannter planen, ne? So deine nächsten Schritte. Ja, jetzt sind sie in deiner Richtung. Wunderbar, jetzt habe ich dich wenigstens direkt als Unterstützung dabei. Das wird nix. Wir sind viel zu wenig. Gegen viel zu viele Gegner. Das muss was werden. Siehst du? Ich lasse euch frei. Ja, wehe dir. Ja, sicher, Sklavenaufstand mal wieder unterdrückt. Wenn die Spartaner da mitmischen, dann gibt's keine Sklaven mehr danach. Toll. Wenn alle getötet. Du alter Brutalo. Ja, siehst du, wo das hinführt. Was? Zu Aufständen führt das, wenn man die nicht tötet. Was du es nicht, der vorhin die ganze Zeit meinte, dass er irgendwie hier die Sklaven behalten wollte? Ich habe gesagt, das könnte man ja auch mal machen. Nein. Ich habe es noch nie gemacht, deswegen habe ich gesagt, man könnte es ja mal machen, aber ich mache es ja nicht. Ligurien, ihr seid sowieso, ihr seid hier Premium-Einheiten. Also ja, ihr seid echt top. Ihr seid einfach nicht. Die existieren. Wenn sie dich angreifen, dann hast du aber auch Trauer, du. Die haben nix. Die existieren nicht mehr. Nix. Kartrasch. Okay, hier steigt es um 7. Hier steigt es um 7. Ich bin hier aber auch schon voll bei 100. Hier steigt es um 3. Und hier steigt es sogar um 17. Ja, läuft. Die um 17 ist sogar sehr, sehr gut, weil das ist eine von diesen Problemprovinzen. Okay. Deshalb, das freut mich da besonders. Das Schlimme ist, ich darf ja vorher auch keinen Krieg führen. Mhm. Weil wenn ich jetzt wieder da rausgehe, ist es ja wieder minus 673.307. Ach so, ja. Und ja, das kannst du ja nicht machen. Ja, stimmt, das wäre blöd. Toll, jetzt sind sie weg. Wer? Die Syrakesen. Wo sind sie denn? Mit ihrem Boot, ich wollte sie doch angreifen. Mit ihrem Schiff, Schibütsche? Na. Ja. Ich habe mir extra einen Schiff gebaut. Och Mann, es tut mir leid. Dann baue ich da jetzt noch mehr und greife eine Stadt mit dem Schiff an, so. Oh mein Gott, bist du böse. Averna, hat Karthago den Krieg erklärt? Gegen die Averna musst du hat dich auch Rom den Krieg erklärt. Gegen die Averna musst du dich sowieso auch noch halten, weil die haben nämlich Spanien erobert. Ich muss mich gegen die halten. Ja? Ich muss die irgendwann vernichten, meinst du? Ja? Ja, mach ich. Mit mir zusammen. Aber noch sind sie ja, eigentlich sind sie momentan auf unserer Seite, weil die gegen Rom Krieg führen. Ja, aber das hier erobern die ganzen Provinzen. Ja, ist doch gut, dann können wir die zurückerobern und sie vernichten. Toll. Das sind aber alles meine Provinzen. Ja und? Können wir da trotzdem zurückerobern und Averna vernichten. Ach. Erstmal gucken, Karthago. Guck mal, Karthago macht nicht so. Na, Karthago? Nein? Na gut. Sie haben gehört, dass du vorhast, ihm vielleicht Karthago wiederzugeben. Ja, gerade da müssten sie doch jetzt einen Klientelkönig mehr haben. Jetzt geht das schon wieder los.
Ach, na gut, dann halt noch nicht. So, pass auf, was haben die jetzt hier in der City drin? 5. Das ist ein bisschen mehr mit der Garnison, als ich hier in dem Bötsche habe, ne? Ich baue mir noch ein paar Einheiten rein. So. Kenn ich nix. Kennst du nix? Kenn ich nix. So, du fährst noch ein Stückchen weiter nach Karalis. Jetzt sehe ich auch, was die haben. Die haben Verschleiß in ihrer eigenen Stadt. Arme Schweine. Wer? Die Etruskische Liga. Die haben doch da nichts. Die hat doch eine Mann-Armee. Ja, der macht die doch kaputt. Ja, mach ich ja auch gleich. Ich fahr schon hin. Die drei Zacke des Netun. Aha. Des Netun, wer kennt die nicht? Ja, hier, ne? Netun. Netun, der alte. Ja. Den kennt man doch. Total berühmter, ne? Ja. Aber total. Ja, momentan, ja, Geld könnte natürlich besser sein, aber. Was willst du machen, ne? Was denn? Nix. Sag ich ja eben. Ach stimmt, den Peller kann ich jetzt eine. Ach. Nö. Aber nächste Runde. Was? Achso, aufgeschrieben. Ach stimmt. Warte mal, ich kann ja mal eben. Kommandant! Die Sklaven weg. Ich hab's doch gerade umgebracht. Ich dachte, da sind doch welche abgehauen. Nee, du warst doch dabei. Ach so. Du warst sogar im Kampf beteiligt. Ja, stimmt. Ach, so ein Käse. Ich dachte, ich könnte jetzt nochmal. Ja, sorry. Die Flügel des Pegasus müssen sich noch ein wenig gedulden. Mhm. Aha. Aha. Boah, und machen einfach mal das hier. Das hört sich gut an. Ja, und was sollen die jetzt machen? Jetzt stehen die hier rum. Toll. Oh. Wir laufen jetzt einfach hier runter Richtung Koria. Mit Gewaltmarsch laufen sie noch ein Stückchen weiter. Sie marschieren den ganzen Tag. Ich habe momentan die zweit absatzreichste Provinz. Echt? Ja. Illyrien. Was ist die absatzreichste? Moment. Das ist Aquitanien. Aquitanien? Und du hast die 6. oder so. Also die du komplett alleine besitzt. Hm. 1164. Aber darüber hast du noch Hellas mit 1267. Das hört sich ja gut an, nicht wahr? Ja. Suabenland ist auch nicht schlecht dabei. Apropos Suaben, die haben auch ziemlich viel. Reisen die nicht sie soeben? Nein. Ach so. Muss ich dir mal direkt sagen, die haben sich hier im Spiel verschrieben, die Spastis. Die haben sich umbenannt. Einfach hier soeben, ey. Die heißen auch Suaben. Ja, schlimm, ne? Wie kann man denn so ein Spiel ernst nehmen? Jetzt ist die Frage, greife ich jetzt Rom an, greife ich dich an? Hilfst du mir? Nö. Helfen? Was? Ja, ja, also ich habe ja eine, steht in Cosentia, eine 19er. Ja. Eine steht in Apollonia, eine 11er, die könnte ich natürlich rüberschippern nach Brundisium. Ja? Ja. Und... Ja gut, das wird sowieso erst nächste Runde was, ganz aber... ehrlich, das, was Rom da momentan aufbietet, das bringt mich jetzt nicht in Schwitzen. Nicht in Schwitzen bringt dich das? Die haben sage und schreibe 9 Einheiten in 2 Städten. In Rom haben sie noch 9 Garnisonen und in Neapolis haben sie auch 9 Garnisonen plus 3 Schiffe. Und dann haben sie hier noch 3 Schiffschippelchen rum tummeln. Auch nicht, okay, sehr, auch nicht sehr beeindruckend, sage ich jetzt mal. Da ist aber jemand sehr eingebildet. Ich weiß auch nicht, was die natürlich in Alalia haben. Bist du jetzt davon beeindruckt? Von den Herrscharen an römischer Legionäre? Nö. Ja, sag ich doch. Hast gesagt? Sag ich doch, ja. Ich kann nochmal ausspähen, was die in Alalia haben. Damit haben wir ja nichts mehr zu tun, das ist ja eh deins. Ja, aber wenn die dann noch ein paar haben, dann könnten sie die ja natürlich locker nach Rom schicken, ne?
sollen sie doch. Sollen sie doch, ist egal, ne? I don't care. Hast doch jetzt Fernkampfeinheiten, da läuft's. Die Averna machen mir ein bisschen mehr Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Ach, die Averna. Was wollen denn die Genen von mir? Ja, klar, ich zahle euch so viel Geld. Was wollt ihr eigentlich alle, ey? Ja, die sind militärisch wahrscheinlich stark überlegen. Da verlangen sie halt Geld für. Nee, die wollen nur so viel, weil ich so viel hab. Ach so, hast du so viel? Boah. Hast du bestimmt schon 40, 50.000, oder? Nee. Nee, ich bin jetzt bei 16.500. Ja, ist er fast wie bei mir. Alter, was wollen die alle von mir? Oh, Syrakus. Macht ihr euch etwa bereit? Wer macht sich breit? Die Etruskische Liga, macht ihr euch etwa bereit? Oh, Rom, Die Vorboten des Februar. Aha. Also Januar quasi. Moment. Ach ja. Ach, Ligurien, jetzt wollen die bestimmt irgendwas bei ihm Angebot oder irgendwas. Mit Sicherheit. Wollen die was von dir? Ja, die wollen, dass ich dem Krieg gegen die Averna beitrete. Machst du das? Nein. Ist aber nicht nett von dir. Das ist eine Vergammelfraktion hier. Eine Vergammelfraktion. Die hat nichts. Die hat einfach, ich glaube, die hat nicht mal mehr eine Stadt. Echt? Das ist natürlich ein bisschen frech dann, ne? Und die wollen, dass ich hier irgendwelchen Leuten den Krieg erkläre. Man könnte ja quasi sagen, die wollen dich ausnutzen. Könnte man so sagen, ja. Das ist ja unglaublich. Machen sie, glaube ich, auch. Die Wolke. So, Pella, aufgrund von ey, komm jetzt. Er flippt gleich aus hier, er flippt gleich aus. Ich muss den Scheiß wieder reparieren, dann vergesse ich da wieder die Werkstatt zu bauen und danach so eine Scheiße. Ey. Ja, aber er flippt gleich aus. Flippt gleich aus, ja. Moment. So, immer schön 500 rein Butter, ne? Kostet ja nix. Oh. Wo ist denn jetzt? Wo ist er? Hallo? Team Mandra, du willst mich verarschen, oder? Du blöde kleine Kackbratze. Warum, was macht sie denn schon wieder? Die ist gestorben. Die sollte doch hier noch das Land auskundschaften. Die ist beim Land auskundschaften gestorben? Nee, die war noch im Wasser, aber die sollte das Land auskundschaften jetzt in der Runde. Wieso sterben die immer im Wasser? Ja, echt. Ich verstehe es nicht. Jetzt muss ich mir Elpier anheuern. Ja, der gute Elpier. Nee, eine Frau. Die gute Elpirin. Helike Demetria. Gesundheit. Oh. Tlipolemus. Artemas und Aristonymos. Klingt auch gut. So, das sind meine Spionen. Ach, was soll's, ich greife jetzt an hier. Aber nichts wird Clytomedes jemals ersetzen. Ja, ich erkläre denen jetzt auch den Krieg. Ja, die Illyrische Konföderation wird mir natürlich helfen. Gerne. Nein. Angreifen. Hallo? Hallo? Ich kann nicht angreifen. Nein. Ein Millimeter. Ja, du bist scheiße, ey. Was bist du für ein komischer General? Echt? Titan. Boah, ne. Da kriege ich doch Plack bei. Ja, dieses greift dich an. Ja, mit der Einheit ist mir das eigentlich relativ wumpe. Ist das deine Babo-Einheit? Nee, nicht ganz, aber die hat 15 und die haben da nicht mal annähernd so viel, glaube ich. Was ist denn deine Babo-Einheit? Die Hammer des Hephaistos und Cosentia. Ja. Boah. Soll ich die schon mal so Richtung Neapolis schicken? Nee. Nee. Bis ich in Neapolis bin. Ja, aber von irgendwo muss man ja mal anfangen. Ja, ich fange von oben an.
Wie soll ich von unten anfangen? Ohne die Städte einzunehmen? Hey, du sollst überhaupt nicht von unten anfangen. Achso, ich mach gar nichts. Ich hab damit nichts zu tun, alles klar. Du sollst mir helfen, wenn es dann mal in die, wenn es so Richtung Rom geht. Och, aber ich muss trotzdem erstmal nach Neapolis, an Neapolis vorbei. Ja, alles gut. Ja, hab ich Chill. schon gesagt. Und dann kann ich ja eigentlich. Kann ich denn dahin schon fahren? Ich bin schon mal im Wasser. Ich fahr mal nach Alalia, mal gucken, was die da so haben. Tu dir keinen Zwang an. So, mein Freund. Ja, ich weiß, Herkules kann dir nicht das Wasser reichen. Könnte meinen, die sagen diesen Satz sehr oft. Wer wäre ich denn, etwas dagegen zu unternehmen und zu sagen? Also, niemals. Niemals. Was Altmetall sagt, Altmetallus, das stimmt natürlich auch. Ja, also Altmetallus, das ist ja wohl mal hier der Held von deinem Reich, wie auch immer es Ja. hieß. Sparta, genau. Spartanonien. Ich bin mir sicher, es hieß Spartanonien. Meinst du, es hieß Spartanonien? Ich glaube, es hieß Spartanonien, ja. Bin da gar nicht so sicher. Ich glaube doch. Naja, was du Oder immer so Spartanonia, glaubst. das könnte auch noch sein. Spartanonia. Die Überlieferungen sind da nicht exakt. Ach so. Welche Überlieferung? Von der DHL. Das ist die Göttin des Briefschreibens. Oh Gott. Die Göttin des Briefschreibens, also. Ja. Ja, Und die Göttin der cool. Flaschenpost. Nicht zu Ach, das. vergessen. Die auch noch. Naja, die auch noch. Göttin der gelben Wagen. Nee, jetzt gehst du zu weit. Also, nee. Tut mir leid.